war ein perfektes Rennen für dich, dieser Sprint. Was war das dann heute für dich? Also noch einmal auf der Schießstand. Ganz perfekt. Ich bin sehr froh, ich habe nicht 20 Treffer geschossen. Nur einmal auf meinen ersten Weltcup-Sieg in Fukuoka in 2007 habe ich 20 Treffer geschossen und heute. Es war schön, noch einmal zu machen. Auf der letzten Runde, hast du da die volle Kontrolle gehabt oder hast du nochmal alles geben müssen, um den Angriff von Evgeny abzuwehren, oder hast du gesagt, ich laufe jetzt so, dass ich mit sicherem Vorsprung einfach ins Ziel komme? Ja, ich habe nur kontrolliert das Sieg und morgen die Staffel und haben noch ein bisschen Kräfte für das. Evgeny, du hast in einem Interview gesagt, das gelbe Trikot bedeutet dir nichts, das lenkt dich nur ab. Ist das immer noch so oder gewinnt dieses gelbe Trikot jetzt schon langsam Bedeutung für dich? На самом деле, первый раз меня только отвлекала эта майка, на второй раз Ehrlich gesagt, diese Behauptung gilt nur für das erste Mal. Also alle weiteren Male habe ich mich schon gewöhnt. Simon, es war wieder ein fantastisches Rennen von dir. Deine Schießstandzeit wieder ja, fast außerirdisch. 1 Minute 27 habe ich jetzt gerade gelesen. Wie war insgesamt das Rennen jetzt für dich aus deiner Sicht? Ja, also es war ein kleiner Befreiungsschlag am Schießstand, glaube ich, weil im letzten Rennen auch ein bisschen nicht laut geworden ist und weil ich am Schießstand doch immer unter Beobachtung stehe. Und von dem her war ich heute sehr froh, wieder am Podium zu stehen mit einem Fehler. Und ja, immer mit null Fehler gab es eine Gratulation. Es geht schon langsam auf Olympia zu. Fühlst du dich schon als Mitfavorit neben Emil natürlich und Ole Einer? Нет, на самом деле я не чувствую себя фаворитом, это очень серьезный соперник. Nein, tatsächlich empfinde ich mich nicht so, das sind ernsthafte Konkurrenten und es wird ein harter Kampf sein.